Der Große Preis von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr, oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Etwas mehr als 700 Meter nach der Startposition bekommen es die Fahrer mit einer rutschigen ersten Kurve 1 zu tun. Die erste von insgesamt 16 Kurven auf dieser 4,65 Kilometer langen Strecke. Die lange, weite Kurve 3 und die Kurve 9, eine bergige rechts, können unter den richtigen Bedingungen mit Vollgas genommen werden. Allerdings glaube ich nicht, dass wir das heute bei diesem Wetter zu sehen bekommen werden. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Albon, Bottas, Carlos Sainz und Vettel, Leclerc, Ricciardo, Norris und Sergio Perez, Gasly, Kvyat, Lance Stroll und Ocon, Richards, Raikkonen, Antonio Giovinazzi und Kevin Magnussen, Russell, Schumacher, King und Nicolas Latifi. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Ja, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir gehen rein ins Rennen. Ach, scheiße, ich hab es verhindert. Alles egal. Ich hab Benzin noch ein bisschen höher stellen müssen. Oder hätte man schon höher stellen müssen. So, gucken wir mal, was wir kriegen. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Cory, das war ich. Das vermutlich wird jetzt so. Ja, war mir klar. Ja, ich habe die Kollision verursacht. Dann muss ich. Das ist meins. Scheiße. Ich vermute, dass wir jetzt beide zurückgestellt werden. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Ja, 10 bis 15 Minuten, dachte er gerade ein bisschen weniger Regen. So, mal gucken, was heute drin ist. Klar, jetzt hier sind es wieder Punkte, aber wir stehen auch da auf der falschen Seite. Wir hätten noch einen weiter nach vorne gemusst. Dann wären wir nämlich auf der richtigen Seite, dann wäre ich hin gewesen. Meine nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Jetzt wäre es für uns einfacher gewesen, da vielleicht auch mal ein, zwei Plätze gut zu machen oder mehrere Plätze gut zu machen. Aber mal gucken, was drin ist. Mit der Ocon echt noch davor schon, weil den hatte ich mich eigentlich hinter mir gelassen. Hamilton, Verstappen, Albon, der ist stark diese Saison. Bottas, der werden die da. Sainz auch gutes Ergebnis. Vettel dabei, Leclerc auf 7, Ricciardo auf 8, dann, also bei McLaren halt, Perez, Gasly, Kvyat dann noch auf 12, 13 ist Stroll, Ocon und wir. Und den Deutschen Rekord, Giovinazzi, dann Russell, Schmick, Latifi. Und King. So, das ist die Aufstellung. Schaut euch mal, die haben wir ja kurz im Eingang gesehen. So, Start ist erfolgt. Den haben wir vielleicht da quer stehen drin und damit haben wir schon mal eine Position wieder eingebüßt. Raikkonen, ja, sag ja, das ist genau das, was ich meine. Wir stehen komplett auf der falschen Seite und verlieren jetzt gerade Position. Dreieck. So, jetzt gehen wir wieder vorbei, zumindest wieder auf unsere Startposition. Drei Positionen haben wir im Start verloren, aber zumindest die Möglichkeit gehabt, uns wieder ein bisschen vorzuarbeiten. So,
So, 17 Runden stehen heute an. We've held position on lap one. That's not great, but it's not terrible. Stay focused. Leichte Kollision mit Kimi Räikkönen, wobei der mir mehr oder weniger gerade mit ins Auto gesegelt ist. Ja, es war ein Vorteil, ist ein Vorteil, dass wir definitiv einen Last-Hitter drin haben, weil das... Sorry, Quiet. Aber zumindest ein Auto schon mal kassiert wieder. Das weiß ich, dass die Kollision bisher von mir verursacht war. Auch nicht beabsichtigt. Unser Ziel ist es halt klar, natürlich nochmal vielleicht in die Punkte zu fahren heute, aber mal schauen. DS wird heute nicht zu erwarten. So, Angriff Kwiat. Sagt, da will zumindest an uns vorbei wieder, aber das lasse ich gern ungern zu. Da muss auch ein bisschen versuchen zu arbeiten. Ja, ich spare ein bisschen Kohle zusammen, um mehr Power noch ans Auto zu kriegen. Uns fehlt halt immer noch die Pace, um wirklich immer vorne wegzufahren. Oder ein bisschen reinzukommen, um ein bisschen an die Punkte reinzukommen. So, Kwiat möchte natürlich jetzt auch mal noch ein bisschen an uns angreifen. Der möchte seinen 14. Platz zurück. So, Räikkönen, Magnussen, nein, die sich mittlerweile ein bisschen am Bekämpfen sind. So, wieder ein Angriff von Kimi Räikkönen. Ja, Quatsch, von Dani Kwiat. Wow, wenn du so ein, und so musst du den Move machen, wenn du dann vorbei willst, weißt du? Drück mich von der Linie runter und zieht dann innen vorbei. Oh, krasser Ausfall. Irgendwo ist nämlich was passiert gerade, ich weiß noch nicht wo. Kann auch hinter uns gewesen sein. Kimi. Safety car, safety car. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Ja, safety car auf jeden Fall nach dem Ausfall von Kimi Räikkönen. Wenn wir das Auto leider raus, wenn wir lieber gewesen sonst vor mir gewesen wäre. Aber der Vorteil ist, dass wir wieder ein bisschen drin sind jetzt im Feld. Ja, 15, da sind wir nur damit, dann, dass es dann die Quiet doch noch kassiert hat. Oh, geh mir auf den Sack mit dem Scheiß Delta. Ich will mithalten und kann nicht. Naja, er hat es dann doch irgendwie geschafft, uns zu kriegen. Der russische Torpedo da vorne. Sorry. So, 4 Runden haben wir schon durch, noch 13 haben wir vor uns. Hier in Spanien, das heißt, wir sind momentan nur
auf unserer Startposition geblieben ist. 15, Ocon hat sich ein Auto kassiert vor uns, den ich eigentlich so gerne noch schlagen würde, weil Ocon ist immer so mein Special. Ich hätte vielleicht auch gerne mal ein Team irgendwann. Ocon, Perez vor allen Dingen nicht so gerne, oder Albon oder so, das sind die. Mal gucken, was halt möglich ist finanziell irgendwann. Wir brauchen definitiv einen zweiten Fahrer. Also leid mir da, so leid es mir tut für Nick, brauchen wir einen zweiten Fahrer, der tatsächlich ein bisschen regelmäßig in die Punkte fährt. Und das kann Nick momentan einfach nicht leisten. Er hat ein Rennen in den Punktenrang, das war ein fünfter Platz in Großbritannien in der letzten Saison. War da, wo ich selber auch nur 21. wurde. So, jetzt haben wir momentan Kwiat Ocon vor uns. Plätze 13 und 14. Runde 5. Das war jetzt immer in Runde 6 mittlerweile. Das Safety Car wird jetzt auch nicht einkommen. Vielleicht können noch so ein, zwei Ründchen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen heute noch. Gutes Ergebnis rauszuhauen. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Klar, die bremsen jetzt natürlich alle ein. Das ist ein Lewis Hamilton, der Führende. Nein, ich will nicht in die Box. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ja, geil. Dankeschön. Mind that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. A new strategy is available on the MFD. Ja, und damit war's das, ist das Rennen gelaufen. Gut, da bin ich weggerutscht. Das geht auch auf mich ein bisschen. Und dann wollte ich raus aus der Boxengasse. Ach nee, ernsthaft. Check your MFD for a new strategy option. Geil. Ja, damit ist das Ding gegessen. Rennen ist durch. Platz 21 wird es wahrscheinlich nur. Ach, gehen wir wieder auf den Sack, Alter. Das nervt mich jetzt gerade schon wieder. Ja gut, damit ist es halt der Ende. Damit ist es am Ende nur 21. Platz, weil wir müssen in die Box die Flüge wechseln. Und er lässt mich nicht wieder zurückgehen. Auf die Strecke zurückgehen. Der nimmt er nämlich wieder. Naja, ist egal. Mann! Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Ja,
Wer das Spiel sagt, ich dreh dich weg am besten. Ich habe ja immer die Möglichkeit dran. Check your MFD for a new strategy option. Ja, Safety Car. Safety Car ist wahrscheinlich. Wir können eh in die Box. Das bringt ja nichts. Oh, was für ein Kackrennen, ey. Jetzt guckst du hier noch die letzten 11 Runden hinterher. Hamilton schnellste Rennrunden. Ja, so ein bisschen hatte ich Hoffnung, vielleicht auch mit dem Safety Car noch in den Punkt kommen, aber dann sagte mir das Spiel, warte mal, ich drehe dich schnell in die Box rein und dann war für mich keine Chance mehr. Und dann hat sich das Auto komplett weggedreht, sodass ich dann quasi dann das Auto auf der Strecke getroffen habe. Aber wie gesagt, das Ding geht auf mich. Ein Rennen zum Vergessen. Release. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Das heißt, was jetzt noch retten würde, wäre nächstes Zelt noch ein neues Safety Car. So, nächste wirklich schnellste Runde von Max Verstappen. Momentan der Rückstand fast 40 Sekunden auf die auf den nächsten Platz auf Jordan King. Zwar sind wir wieder mal noch ein Stückchen näher, aber es wird. Ja, wir müssen fast 4 Sekunden pro Runde auf und das ist halt nicht möglich. Schade. Schade. Die Tire-Situation ist eine interessante, aber ich denke, der richtige Call ist. Jeff, halt die Klappe. Didn't catch that. Say again. Jeff, halt die Backen jetzt endlich. Say that again. We're having trouble receiving. Oh. Jeff, sei leise. Understood. Copy that. Sorry, ich kann so ein blödes Gequatsch jetzt gerade nicht sagen. Ich meine, es interessiert mich gerade auch relativ wenig, was er da so von sich gibt. Ja, das war halt gucken. Das war jetzt irgendwie das Rennen nach Hause fahren. 9 Runden haben wir noch. Ich vermute, dass wir sogar noch eine Rundung kriegen, so viel Gas wie der Hamilton momentan gibt. Dann sind wir sogar nur 8. Aber naja, muss man halt jetzt mit leben. Ist dann jetzt einfach beschissen gelaufen. Punkte waren Ziel. Am Ende wird es dann nur der 21. Platz, wenn dann auch noch nicht noch ein Safety Car kommt. Vielleicht haben wir noch eine Chance, wenn ein Safety Car nochmal kommt. Aber ich hasse Regen. Warum muss jedes Rennen die Saison eigentlich verregnet sein? Sieg im letzten Rennen in Niederlanden weggeschmissen, hier vielleicht mögliche Punkte weggeworfen durch diese Kackwetter, Alter.
Ja, das Wochenende fing eigentlich relativ gut an mit eigentlich guten Ergebnissen im Training. Und dann sagte, und dann lief eigentlich auf dem Samstag nicht mehr wirklich viel zusammen. Sag ich schade so ein bisschen. Es wären vielleicht Punkte drin gewesen, aber dann kam halt der Dreh, dieser fatale Rutscher mit dem Ende der Safety Car Phase. Ich habe seitdem gar kein Problem gehabt bisher. Das Auto kam perfekt durch, ich hatte keinen Rutscher drin. Und dann kam das Ende der Safety Car Phase und der Rutscher, der versuchte das komplette Rennen. Das ist meistens halt ein Fehler. So, momentan ist schon mal fast gut Zeit momentan auf den John King auf, aber ja, 40 Sekunden holt er nicht in 7 Runden. Ich würde das Auto halt am liebsten gerne abstellen, aber dann kann das wäre halt ein bisschen blöd für euch Zuschauer für die Folge. Wobei ich glaube, dass ihr auch jetzt gerade auch schon abgeschaltet habt, das wird eh nichts Interessantes im Sinn mehr sein. Aber es wird halt auch so rennen, es gibt halt so rennen. Wie gesagt, ich hoffe natürlich auf ein Safety Car in den letzten 7 Runden, aber naja, mal gucken. Das Einzige, was mir halt noch ein bisschen das Rennen retten würde, ein bisschen Action bringen würde, um wieder ein bisschen reinzukommen ins Rennen. So, 36,6 nur noch. Sechs Rundchen noch. Und wenn man gerade wundert, warum ich Jeff so schweigt, liegt daran, dass ich ihn einfach jetzt gerade schon gestellt habe, weil ich das gerade einfach nicht brauche. Ich habe jetzt auch keine Infos mehr, aber das ist mir gerade auch jetzt egal. Ich brauche es eh nicht. Ich sehe die Zeiten vor mir. Und wenn der Motor auch geht, ist es halt so. Letzter können wir eh nicht. Und können maximal noch letzter werden. Also es ist halt. Ist halt schon eine Katastrophe. Liefert schon beschissen. Aber wie gesagt, den Fehler muss ich auch mir selber ankreiden. Das war ich selber. Der Rutscher halt und dann bin ich. Wollte ich halt aus der Box raus, weil ich in die Box gerutscht bin. Und dann durfte ich doch eine Runde später rein, weil mir der Flügel dann weg war. Aber wie gesagt, das geht komplett auf mich. Ich hoffe, dass wir in Monaco ein trockenes Rennen haben, weil sonst wird es wieder so ein ekelhaft katastrophales Rennen. Ich mag keinen Regen halt. Das ist nicht meine Welt. So, 35 Sekunden noch. Und wir haben nur 5 Runden. So, jetzt uns ja. Komm, jetzt fällt auch noch mal einer aus da vorne. Aber ich glaube, das würde nicht aufgehen.
Ich weiß, dass gerade meine Motoranzeige auch ein bisschen, mein Motor ein bisschen abnutzt. Den müssen wir auch nach dem Rennen mal rausnehmen. Das Getriebe können wir rausnehmen nach dem Rennen. Alleine an Einheiten sind ja bei dem ersten freien Training schon getauscht. So, 4 Runden noch. Ich glaube mal, ich mache gerade ein bisschen ein H3 kreuzen, wenn das Ding hier durch ist. Und ich picke schon ein bisschen nach vorne. Monaco. Müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen nach vorne kommen. Und ich denke mal, auch in der zweiten Saison wird es halt definitiv nicht zum Weltmeistertitel. Das ist schon mal klar. Dazu fehlen nötige PS, definitiv auch mit dem Mercedes-Motor. Dafür die Leistung für. Und vor allem fehlen auch die Ergebnisse für. Wenn ich mich jetzt so blöd wie möglich anstelle und dann Niederlande jetzt auch 2:14 verloren von der Pole aus. Weil das heißt, ja noch eine Pole haben wir gewonnen, das erste Brasilien. Und hier haben wir auch unsere Schwierigkeiten gehabt mit dem Regen und alles drum und dran. Dann halt der blöde Dreher und der Flügelschaden, dann muss ich doch in die Box gehen. Und deswegen kommt auch dieser 21. Platz mit diesem mega Rückstand zustande. Ich hoffe, dass wir es gleich durch haben. Monaco nächste Woche sind nochmal 19 Runden, sind dann 20 Runden. Ich hoffe, wir werden auf ein trockenes Rennen. Weil ein reines trockenes Rennen vor allen Dingen. Runde. Ja, die Hoffnung war auf dem Top 10, finde ich, schon Platz 15 ausgestartet. Habe ich gehofft, so ein bisschen auf den Punkt. Aber quasi mit dem Safety Car war diese Hoffnung weg. Wir waren ja dran, aber wie gesagt, dann kam ein Dreher. Aber so Rennen gibt es dann halt auch mal, ne? Wird wieder bessere Tage geben. Und jetzt Monaco, mal gucken, dann Kanada und Frankreich. Ne, dazwischen kommt noch, ach Gott, dazwischen kommt noch Aserbaidschan, ach Gottchen, ne. Das wird nicht besser. So, dritte Runde, liebe Leute. Zwei haben wir danach noch. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und lassen uns nicht überrunden. Ich weiß nicht, wie die Abstände nach hinten sind. Und auch sowohl Red Bull als auch Mercedes sammeln weiterhin fleißig ihre Pünktchen mit den. Und ja, damit wird es auch schwierig werden, Platz 6 zu holen, in der wir kurz sich das werden. Wollen wir aber jetzt auch dieses Wochenende wieder mal leer ausgehen. Also es muss definitiv auch ein bisschen, es muss auf die Idee kommen, einen neuen Fahrer noch zu verpflichten, also einen zweiten.
zweiten konstanten Fahrer, was Punktebeteiligung betrifft. Und das ist es halt, ne? Ich hole jetzt bis auf heute die Ausnahme mal so ein bisschen regelmäßig meine Pünktchen ein, aber wie gesagt, es wird ein zweiter Fahrer, um als Spitzenfahrer vorne anzugreifen. Mal gucken, was halt in der 90, was halt bald möglich ist. Für der Mut, die Motorleistung macht es auch nicht viel besser. Der wird wahrscheinlich auch dann rausgehen. Runde 16 jetzt. Ich kann jetzt auch ein bisschen noch Marker stellen, um den Motor nochmal ein bisschen zu schonen. Vorletzte Runde. Ja, ist das Getriebe, okay. Das ist nicht der Motor, ist das Getriebe. Dafür war der Motor bei 21%, also der kann es nicht sein. Ja, das Getriebe geht dann raus. Aber es geht definitiv raus nach dem Rennen. So, wir gehen jetzt gleich in die letzte Runde. Wie gesagt, ich habe die auf Jung gestaltet, der quatscht mir zu sehr gerade meine Laune rein. Aber ich hab's mir selber zuzuschreiben, muss ich sagen. Da gebe ich niemandem anders die Schuld, das war ich. Nur ganz allein, das fing schon beschissen eigentlich an. Jetzt war direkt am Start drei Autos ziehen lassen mussten, die wir dann Gott sei Dank wieder gekriegt haben. So, erste Auto schon im Ziel. Lewis Hamilton gewinnt den Großpreis von Spanien. Wir werden nicht überrundet, dementsprechend müssen wir die Runde noch zu Ende fahren, aber das ist dann auch egal. Und am Ende steht bei uns fürs Team 18 und 21 da. 18 der Mick, 21 der wir. Wir hatten heute 0,0 mit den Punkterängen zu tun. Die Hoffnung war da, ja auch nach dem Safety Car, und dann kamen wir Fehler und dann war das Thema eigentlich auch erledigt. Na gut, schauen wir mal nächste Woche Monaco. Jeff? There's static over the radio, say again. This is your final lap of the race. Ja, ist mir gerade egal, Hauptsache. Da haben wir jetzt am Ende nur der 21. Platz. Wie gesagt, ich fahre auch das Ding jetzt nur. Ja. Rennen ist durch. Sorry Leute, dass ich heute nicht mehr bieten konnte. Latifi, Man of the Race. Ein weiterer großer Preis von Spanien ist vorüber. Was für ein sensationelles Rennen. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Es war wirklich wichtig, dass sie die Reifentemperatur bei diesen nassen Bedingungen hochhalten konnten. Die meiste Zeit hat man sowieso keinen guten Grip und kalte Reifen verschlimmern die Situation noch weiter. Ihr großer Vorteil war es, dass sie den Gummi heute im richtigen Betriebsbereich halten konnten. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben, und sie haben es sich verdient.
Ja, das haben sie gut gemacht. Vor den Red Bull und die auch wieder fleißig Doppelpodium sammeln. Müssen wir mal gucken, was am Ende final drin ist für die Ablöse, ob wir noch was kriegen können. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ich entscheide mich für Pierre Gasly. Das Team hat einen großartigen Job geleistet, ihn im Feld anzuweisen. Aber im Endeffekt muss der Fahrer aus diesen Gelegenheiten Kapital schlagen und das hat er mit viel Geschick getan. Das widerspricht zwar der offiziellen Entscheidung, aber ich finde, beide waren heute in absoluter Topform. Und meine Wahl hat sich die Anerkennung verdient. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Der Führende der Meisterschaft behält seine Position, aber der Abstand ist kleiner geworden. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Jo. Gut, dann sind wir durch für heute, für dieses Rennwochenende. Ich hoffe, dass wir noch vielleicht das eine oder andere Möglichkeit haben, ein bisschen Kohle zu investieren. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei ihnen sah das leicht aus. Habt ihr ein anderes Rennen gesehen? Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Keiner von denen. Sorry, wir sind zu weit weg. Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Was war heute das Erfolgsgeheimnis Ihres Teamkollegen? Ja. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Ja. Klasse, das war dann alles. Ja, das Wetter war auch ein bisschen echt die Katastrophe heute. Aber wie gesagt, ich nehme die Rambler auch so ein bisschen auf meine Kappen gegen Giovinazzi und auch gegen Kimi Räik, Dings. Und auch den Crash, den nehme ich auch auf meine Kappe. Das gibt leider gar kein Geld. ...56.000, ja. Ich vermute sogar meinen Teamkollegen dann getroffen habe in dem Moment. Aber gut, er hat es am Ende gut gemacht. So, nächste Rennen ist dann Monaco, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da sehen wir uns dann wieder.